kriegen wir. Rabban und Basu erstmal raus nach dem ganzen Kommentieren. Ja, Truth und Peisen richten sich gerade noch ein. Haben wirklich öfters in letzter Zeit gegeneinander gespielt, auch auf vielen Turnieren. Und das war doch schon sehr in True Force Favor gewesen die meiste Zeit. Bin mal gespannt, ob wir hier wieder die ganzen Edgeguards und so weiter sehen werden. Das hat er nämlich ziemlich gut rausgehabt. Das ist nicht meiner, also wahrscheinlich deiner, ja. Und da geht das mit hier auch los. Wir haben erstmal Smashville direkt. Speed Monado ist hier erstmal raus. Geht direkt in den Buster. Das Übliche, das haben wir heute auch schon ein paar Mal von ihm gesehen. Und Peisen probiert hier auf jeden Fall auch erstmal auf Distanz zu bleiben. Will nicht in die Reichweite von Schulk kommen, was natürlich sehr schwer ist, weil das ist so ziemlich Schulks größter Vorteil, seine Reichweite. Hat sich hier auch schon einen leichten Prozentlead erarbeitet. Man probiert hier mit dem Update ihn zu catchen. Throw kriegt aber keinen Konfirm mehr drauf. Und jetzt haben wir die Situation, Peisen offstage, aber Trufo geht nicht hinterher, um zu edgeguarden, wechselt erstmal wieder auf das Buster Monado, um hier noch ein paar mehr Prozente zu kriegen. Aber Peisen kommt gerade nicht so wirklich rein gegen ihn, das ist... doch schon irgendwie ein Problem für ihn. Das ist auch eine Sache, die Schulk sehr gut machen kann gegen Lukas, wenn er offstage ist. Probieren einfach mit der Appi nah an der Stage zu edgeguarden. Auf dem letzten Turnier, wo die beiden gespielt haben, ist das auch immer wieder passiert. Peisen hat jetzt aber doch schon einiges auch wieder an Prozenten gut gemacht, aber jetzt kommt hier das Shield Monado und die Backair reicht nicht, um den Stock zu holen. Geht wieder in Speed und das reicht. Und direkt erstmal Shield Monado. Mir gar nichts erst zu riskieren. Trufa sehr viel am Springen. Probiert immer ein kleines Opening zu finden, um irgendwas rauszuholen. Jetzt auch wieder mit Buster wechselt. Oh, misst den Grab. Geht erstmal zurück auf die Plattform und wieder sicher ins Schild Monado. Bewegen kann er sich damit zwar nicht mehr viel, aber auch nicht wirklich. Und dann wieder der Backslash. Man meint, er sollte nicht treffen, aber irgendwie schafft True Force immer wieder damit was zu machen. Wahrscheinlich, weil es einfach so eine komplett unerwartete Option ist. Oh nein! Und schafft es nicht an die Stage zurück. Mit der Recovery. Und segelt runter in den Boden. 1-0 für True Form. Ja, das ist ein ärgerliches Ende. So will man das natürlich nicht ausgehen sehen. Und wir gehen auf Dreamland. Dreamland, gute Stage für Lukas auf jeden Fall. Aber wie ich mir vorhin habe sagen lassen, auch keine schlechte Stage für Schulk. Wird man sehen, wie das hier ausgeht. Und auch direkt Tufa baut sich hier unglaublichen Stage-Pressure auf, lässt Peisen fast gar nicht zurück. Der neue Peisen kommt einfach nicht rein. Kriegt hier nicht seine Grabs. Oder die Futzel-Kombos, die er sonst immer wieder abzieht. Und da jetzt mal näher
Nein, ein paar Prozente. Jetzt wird sie auch schon wieder gefährlich verpeisen, wenn True4 in das Smash Monado geht mit den 100%. Bleibt einfach im Schild, aber diesmal kriegt er den Grab, geht hinterher. Ah, kriegt aber kein Follow-up. Und die Back-Air reicht schon fast aus. Oh, geht ganz tief mit der Forward-Air. Geht Thunder zurück zur Stage und... Ja, genau das meinte ich nämlich. Auf der Stage geht einfach hin mit der Upbeat von Shulk und edge-guardet ihn weg. Ich habe mir das mit der Stage nur von Tyson sagen lassen, dass er die eigentlich sehr gerne mag. Ich habe keine Ahnung, wie das für Lukas wirklich aussieht. Aber sein Pick scheint hier definitiv nicht für ihn zu laufen. Da ist auch schon wieder offstage und True4 geht direkt hinterher. Schafft's aber diesmal zurück. Geht da immerhin auf der Plattform hinterher, aber jetzt ist auch wieder das Schild Monado raus und jetzt wird es wieder sehr, sehr schwer, diesen Schulk, diesen Stock zu kriegen. Wartet noch einen Moment, ja, aber es reicht nicht. Zu viel Zeit noch auf dem Monado. Oh. Der Grab hätte es sein können, aber hier auch trifft ihn wieder. Aber da kriegt er dann doch mal den Down-Air Spike und holt sich den ersten Stock trotzdem hier 100%. Jetzt mit dem Smash Monado und der Forward Tilt holt da einfach... Holt er den Stock und auch Game 2 auf Dreamland für True4. Ich weiß, dass Paizen auch noch einen Olimar hat, den er spielen könnte. Und da wechselt er tatsächlich auch den Charakter. Was wird jetzt kommen? Geht er auf Olimar? Kauft halt über Cloud, aber das glaube ich wird eher weniger passieren. Was? Oh mein Gott, Paizen auf Cloud? Und tatsächlich, okay. Paizen wechselt hier auf Cloud. Gut, man sagt ja, jeder hat irgendwo einen Pocket Cloud. Ich habe ihn tatsächlich noch nie Cloud spielen sehen. Mal sehen, ob der Pick ihm hier aushilft. Auch wieder auf Dreamland. Ich weiß nicht, was gebannt war als Stage, aber gut. Oh, und der Putzl kommt aber noch zurück. Prozent auch nicht gut genug. Ja, sieht aber auch nicht jetzt so gut hier aus für Paizen. True4 schon einen sehr ordentlichen Prozent-Lead aufgebaut. Limit on deck, aber... Ah, und schon wieder weg damit. Und da kommt auch schon die Back-Air. Jetzt wird hier wahrscheinlich der Edgeguard kommen. Oh, probiert ihn hier mit dem F-Smash zu fangen, kriegt aber doch die Upbeat noch ab. Smash Monado ist da. Komm wieder weg. Oh ja, und fängt die Recovery. Das war noch ein Stück zu hoch. Ja, dieser Cloud Pick hier.
Ja gut, wenn Lukas vorher nicht auch nicht funktioniert hat. Warum nicht, aber naja. Scheint nicht wirklich zu funktionieren gerade. Ja, und Cooper hier wieder am Edge geraten, aber Pison kommt doch nochmal zurück, gerade so. Oh, okay, ja, das war dann der fast voll runter. Ah ja, Pison lacht's weg und damit gewinnt True4 das Set 3-0.